Schon gewusst? Biokäufer sind auch Umweltschützer. Nehmen wir diese beiden Karotten. Sie sehen genau gleich aus. Aber eine stammt aus konventioneller Landwirtschaft, die andere aus Bioanbau. Aber warum genau schützt man beim Kauf von Bioprodukten die Umwelt? Im Bioanbau bilden Mensch, Boden, Pflanzen und Tiere einen Kreislauf. Sonnenlicht und Wasser sorgen dafür, dass die Pflanzen gedeihen, die Menschen und Tiere ernähren. Bioanbauflächen sind ein Lebensraum für viele Tiere. Deshalb wird auf chemische Dünger, Gentechnik und Pestizide verzichtet. Auch Wildblumen und Kräuter dürfen hier wachsen. Der Verzicht auf chemischen Dünger schützt Boden, Tiere und das Grundwasser. Durch natürlichen Mist und Kompost und den Anbau von Zwischenfrüchten gelangen wertvolle Nährstoffe in den Boden. Mineralien, organische Bestandteile und Millionen kleiner Lebewesen leisten ihren Beitrag, dass der Boden im Bioanbau humusreich und fruchtbar bleibt. Und zusätzlich ist der Bioanbau auch gut fürs Klima, denn CO2 wird im Boden gebunden. Zusammen ergibt der Bioanbau damit einen sinnvollen Kreislauf. Nutzpflanzen liefern Nahrung für Menschen und Tiere, die Artenvielfalt wird erhalten, der Boden und das Klima werden geschützt. Auch wenn man es nicht gleich sieht, Bio macht einen großen Unterschied. Bio macht Sinn.